Die Streaming-Neuerscheinung Tiefe Wasser, mit der Adrian Lynn genau 20 Jahre nach Untreu sein Comeback hinter der Kamera feiert, brachte mich auf die Idee, noch einmal einen Blick in die Werke Adrian Lynns zu werfen. Ich wollte aber weder Demi Moore ein unmoralisches Angebot machen, noch 9,5 Wochen mit Kim Basinger verbringen, noch eine verhängnisvolle Affäre mit Glenn Close anfangen. Also fiel meine Wahl auf ein Vortanzen zur Musik von Giorgio Moroder und damit auf Flashdance im Schnelldurchlauf. Genauer gesagt in 9 Minuten. Flashdance, das ist ein Ballett in der Oper und Breakdance auf der Straße. Eine Eiskunstlauf-Jury und eine Tanzjury. Eine Kirche, Morbys Bar, der Küchenjunge Richie, der Comedian werden will, die Kellnerin Jeannie, die lieber Eiskunstläuferin wäre, die Schweißerin Alex, die von einer Tanzkarriere träumt und ihr Hund Grunt, der von gar nichts träumt. Flashdance eben. Der Vorspann ist unterlegt mit What a Feeling von Giorgio Moroder. Es folgt eine Fahrradfahrt durch Pittsburgh, das eigentlich ganz nett aussieht. Ich fing schon an, mit ein paar Urlaubstagen dort zu liebäugeln. Aber dann fiel mir die Nacht der lebenden Toten ein, der auch in Pittsburgh spielt. Und die Lust auf Ferien in der Ecke war mir gründlich vergangen. Zurück zu Flashdance. Hier sitzt die Protagonistin Alex im Stahlwerk mit einer Schweißermaske vor dem Gesicht, die mich leider an den Killer aus der Komödie La Cité de la Peur erinnert. Zurück in die Fabrik. Alex schweißt noch immer und mir fällt die Szene aus Ganz oder gar nicht ein, wo man den Film skeptisch auf VHS beäugt. Well, I hope she dances better than she welds. I mean, look at that, her mix is all to cock. Shut up, Dave. What the fuck do you know about welding anyway? Zurück zu Flashdance und dem ersten Auftritt von Alex in Morbys Bar, vor den Augen von Stahlwerksbesitzer Nick. Rechts, dessen Herz sie jetzt schon gewonnen hat. Zum krönenden Abschluss dann die Dusche. Ich spule vor, noch weiter, bis zur ersten Begegnung von Alex und Nick auf dem Bau. I just wanted to say hi. Alex geht und Nick macht einen coolen Helmtrick. Da. Wieder spule ich vor und da sitzt Alex zu Hause und sieht sich im Fernsehen ein Ballett zu Albinonis Adagio an. Das bringt mich auf die Idee zu einer Blow-up Top 5 über Albinonis Adagio. Nicht fehlen dürfte der Auftakt von Orson Welles' Prozess, aber auch nicht James Caan vor seinen Bildschirmen in Rollerball. Das angespannte Warten im Schützengraben in Gallipoli. Oder Casey Affleck, kurz vor dem Drama in Manchester by the Sea. Nein, kein lustiges Thema. Aber eine Top 5 über Albinonis Adagio wäre schon etwas für ein kommendes Blow-up. Aber zurück zu Flashdance. Alex trainiert zu Michael Cimbellos Maniac. Vor den Augen ihres Hundes. Das erinnert ein bisschen an Fishtank, wo Kirsten Waring und ihre Töchter ebenfalls vor den Augen ihres Hundes tanzen. Später sieht man Alex in Flashdance mit Spock-Ohr. Nur, dass das eine optische Täuschung ist. Ein Stück weiter folgt eine kurze Fahrradkamerafahrt von rechts nach links, vielleicht die kürzeste der Filmgeschichte. Also aufgepasst. So, zack, fertig. 3 Sekunden Kamerafahrt und das war's. Deshalb habe ich sie mir gleich nochmal angesehen. Klar, das hat nichts mit Brian De Palmas ausgeklügelten Kamerafahrten zu tun. Da fällt mir übrigens ein, dass ursprünglich Brian De Palma Flashdance drehen sollte und sich stattdessen für Scarface entschied. Also habe ich mich gefragt, ob es nicht ein paar Berührungspunkte zwischen Flashdance und Scarface geben könnte. Auf die eine oder die andere Art. Eine Gemeinsamkeit gibt es jedenfalls, die Musik von Giorgio Moroder. Ich spule wieder vor. Hier beichtet Alex einem unbekannten Priester, was mich sofort zu einem bekannteren Beichtvater abschweifen lässt. Montgomery Clift in Ich beichte. I've been thinking about sex a lot. In Flashdance folgt eine Szene im Waschsalon. Auch nicht übel als Blow-up-Thema, der Waschsalon im Film. Da hätten wir Daniel Day-Lewis in Mein wunderbarer Waschsalon. Aber auch den Rapper Method Man in Patterson. You millionaires get killed, Ted. I'm slum, dog. Nicht zu vergessen Tobey Maguires verfärbte Klamotten in Spider-Man. Oder Tom Hanks verfärbte Klamotten in Catch Me If You Can.
Aber auch Steve Carell und Kristen Wiig in Anchorman Teil 2. Außerdem Tom York in dem Radiohead-Clip Daydreaming, bei dem Paul Thomas Anderson Regie führte. Aber kommen wir zurück zu Flashdance mit Alex und ihren Freundinnen, die beim Fitnesstraining zu I Love Rock'n'Roll von Joan Jett schwitzen. Hier kann ich mir den Ausflug zu Burn After Reading nicht verkneifen, mit wieder einem Fitnesscenter und diesmal Brad Pitt in Topform beim Training mit Stöpseln im Ohr. Zurück in Flashdance treffen sich Alex und Nick jetzt öfter, kommen sich näher, küssen sich. Und hier sehen wir ein Stück 80er Jahre Glück, ebenfalls zur Musik von Giorgio Moroder. Ich spule vor zur Szene im Restaurant. Alex sitzt Nick gegenüber und isst ihre Garnelen auf besondere Art. So ähnlich wie Joyce Redman ihre Austern in Tom Jones isst. Spontan frage ich mich, ob wir nicht mal ein Blow-up über Meeresfrüchte machen sollten. Da wäre Rowan Atkinson und sein Erstkontakt mit Meeresfrüchten in Mr. Bean macht Ferien. Aber auch Leslie Nielsen im Kampf mit einem Hummer im Weißen Haus in Die nackte Kanone. Dr. Albert S. Meinheimer. Nicht zu vergessen Solène Rigaud als nicht sehr versierte Kellnerin in Saint-Amour. Sowie Woody Allen und Diane Keaton, noch weniger versiert in Der Stadtneurotiker. Dial 911, it's the Lobster Squad. Ja, Meeresfrüchte wären ein ergiebiges Thema für Blow-Up. Da gäbe es auch noch das Lokal am Strand aus Kind Kind. Oder die Reportage aus Asterix und Obelix Mission Cleopatra. La langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Aber zurück zu Flashdance. Wir sehen Alex und ihren Hund in einer herzigen Szene. Dann Alex sehr erbost in einem Autotunnel in einer weniger herzigen Szene, die mich an Tim Roths noch viel weniger herzigen Marsch durch einen Autotunnel in Made in Britain erinnert. In Flashdance folgt eine Depri-Szene im Stil der 80er, wieder zur Musik von Moroder. Und schließlich der lang ersehnte Moment. Das Vortanzen in der Tanzhochschule vor sauertöpfischen Juroren und einem erkälteten Wuschelkopf, der aussieht wie der Zwillingsbruder von Sänger Jean Schultes. Jetzt beginnt in Flashdance die Choreografie zu What a Feeling von Giorgio Moroder, gesungen von Irene Cara. Da fällt mir ein, dass Sylvie Vartan das Stück auf Französisch gecovert hat. Deshalb spiele ich das hier kurz ein. Gar nicht schlecht. Aber eigentlich finde ich, dass zum krönenden Abschluss von diesem Schnelldurchlauf nur ein Song in Frage kommt. Die Hommage von Daft Punk an Giorgio Moroder. Giorgio bei Moroder. Hier also das Ende unseres 9-Minuten-Schnelldurchlaufs von Adrian Lins Flashdance. Noch besser mit der Musik von Daft Punk. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you.
Nathan Mills. Nathan Mills. See? The Flashdance. Who's this guy?